Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Ich kann mich einfach nicht lösen. Ich möchte hier für immer bleiben und nie wieder rausgehen und einfach alles weg. Kloppen. Ja. Upsi. Nicht mehr auf den Fuß fallen, bitteschön. Dankeschön. Sehr nett. Ach, ist das herrlich. Ist das schön. Nee, aber wir müssen, Leute. Wir müssen. Erstens sind die Taschen voll. Und zweitens müssen wir Sachen machen noch. Und zwar in rauen Mengen, wenn wir ehrlich sind. Mach mal, tu mal, Herr Gunnus Powders. So. Und jetzt gehen wir nach Hause. Wir müssen nämlich die Forge nochmal anschmeißen und noch eine Forge hier unten reinstellen. Wie viele? Hier müssen wir nämlich auch noch. Wir müssen. Es ist morgen, ist Aktion. Reparation. Die Hunde ganz schön gewütet. Da musste ich einmal reparieren und ein... Ha! Hier sind Sachen los. Mann. So. Raus die Maus, 16 Uhr. Ja. Ich möchte... Ja. Genau. Also ich möchte jetzt ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin, und ich bin meistens ehrlich, möchte ich jetzt anfangen Sachen zu bauen. Beziehungsweise ja. Natürlich. Wow, Talk 19, kann man schon mal anfangen, Sachen zu bauen. Nein, ich möchte natürlich zu Hause in der Forge Sachen anschmeißen. Und dann über Nacht in unser Minenloch gehen. Und auch dort Sachen anschmeißen. Das überrascht euch jetzt vielleicht. Aber das ist so. Warum liegt denn hier ein Rucksack? Pine-Seed, Schmein-Seed. Scrape das. Obwohl sind wir gar nicht mehr darauf angewiesen, dass wir jeden Müll scrapen, wa? Hahaha, wir haben jetzt eine Mine. Geil. Sehr, wie schnell auch, ne? Also ich habe wirklich damit gerechnet, dass wir da jetzt noch mehr Stein unterwegs treffen, bevor es da losgeht mit Sachen. Was ist da unten? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was haben wir da gelevelt? Wahrscheinlich Weaponsmithing, wa? Wobei Weaponsmithing ist natürlich auch so ein Skill, der so mittel ist, ne? Also weil, klar, dann geht halt Gunpowder craften schneller. Aber davon geht ja die Qualität nicht hoch. Man kann ja die Waffenteile nicht selber verwursten. Waffen ist ja immer noch die Teile, die man so findet. Kann die auch nicht upgraden mit Gunsmithing. Das wäre auch cool, ne? Oder dass die dann beim Reparieren Qualität bekommen. Oder dass auf jeden Fall, wenn, also ich sag mal, das Beispiel, wenn wir vom Gunsmithing her, wenn wir Teile herstellen könnten, bei von 300 Qualität zum Beispiel, und die Teile, die wir haben und reparieren, haben nur 290, dass sie dann beim Reparieren keine Qualität verlieren täten. Das wäre auch schön, finde ich. Aber was ich so schön finde, Mama. So. Wudus Framus lassen wir da. So, schwubbeldiwubbel. Schwibbdiwib. Forge. Wir schmeißen Sachen in die Forge. Und zwar, was schmeißen wir rein? Blei. Schmeiß doch bitte das Blei jetzt hier rein. Dankeschön. So. Ja. Alles ein bisschen mit System jetzt angehen hier. Das brauchen wir. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch Fett. Was ist da los? Nochmal Hunde. Gut, dass wir gerade hier oben sind. Wir waren doch schon da heute. Seid ihr denn? Stört mich immer, dass ich die nicht sehe. Ha, da sind sie ja. Gut, dass wir gerade hier oben sind. Hätten wir uns nochmal amüsieren können mit. Ja, so. Warum habe ich die noch dabei? Warum haben wir die nicht gesetzt? Wir Mongos. Noch mehr Hunde, macht ihr mal. 184 Reba-Frames. Kommen wir damit erstmal aus? Ich glaube ja. Ich behaupte, ja. Oh, da brauchen wir nochmal mehr. Mehr, alles mehr. Mu. So, die Backsch-
Schutz. Ah, seht, da haben wir nochmal Rebar Frames. Ist doch alles gut. Sind natürlich die Taschen immer noch voll, aber da werden natürlich schön Dinge weggehen auch. Was sagt denn jetzt hier? Das dauert sehr lange. Dann schmeißen wir das hier drin an, den Konkretmix. So. Das kann dann nebenher nämlich laufen. Seht ihr, 8 Minuten noch was. Das hätte uns ganz schön die Taschen verstopft. So, Rezepte. Die Crossbow Bowls. So, ja, ich habe keine Lust mehr jetzt hier. Das dauert mir zu lange. So. Wir haben auch erst... Wie viel? Ja, guck mal. Kühlchen und Nitratchen, Backschottchen. So. Bullet Casings. Oh, das sind viele. Machen wir erstmal so. Ey, das wäre beinahe into the panties gegangen. Und so. Ja, gut. Das ist das. Und dann brauchen wir Leder. Ja. Einen neuen Crossbow bauen wir dann. Schön. Dann haben wir 180. Ja. Ja, kann man so nehmen erstmal, ne? Das Eisen, das brauchen wir auch. Wir brauchen jetzt viele Sachen. Das Papier legen wir erstmal hin. Wir werden uns erstmal auf die Pistole dann konzentrieren. Wollen wir schon mal... Wir warten gerade eh noch hier auf die Sachen zum Craften. Warte mal. 4 Minuten noch was? Naja, gut. Dann können wir hier schon mal einmal die Pistole... Wie spät haben wir es denn? 19 Uhr. Müssen wir uns gleich auf den Weg machen. Können wir Pistolenspielerei machen hier. So. Also, die kann komplett weg, habe ich gehört. Was? Reicht immer noch nicht. Ach Leute, Schmeute. Das war jetzt knapp mit der Armbrust, ne? Mach mal so. Mann. Steel Arrowhead. Ne, sind mir zu viele. Mach 100. 100. Craft. Gibt das schon mal her hier. Craften wir jetzt im Gepäck noch was? Nein. Können wir schon mal anfangen mit 9mm Bullets derweil hier. So und so. Mach die. 3 Minuten. Ja, ist gut. So, die kann, brennt die? Brennt. 1 Minute 10 sogar. Schmeiß ihr Rindet-Ding. Und die kann da auch rein, weil... Aus bekannten Gründen. So, ich wollte jetzt mit Pistolen rummachen. So 129... Warte, 315, 307. Ist besser, aber müsste man schneller reparieren. Deswegen brauchen wir das, glaube ich, nicht. 293 ist gut. Die ist komplett Müll, hatten wir uns drauf geeinigt, ne? Das heißt, von der nehmen wir die hier. Und hier nehmen wir das. So. Die könnten wir eigentlich auch mal schon mal reparieren dann. Achso, jetzt haben wir hier wieder die Dinger voll. Hm. Oh. Ja, so. Dann legen wir die auch erstmal wieder da rein. Verscrappen die noch nicht. Sind wir jetzt auch gerade nicht mehr unbedingt drauf angewiesen. Wisst ihr ja, ist alles gut. Wir könnten natürlich auch noch ein bisschen... Wo wir doch einen Hunting-Raffle haben. Wie viel haben wir denn? 80, 7... Achso, können wir noch gar nicht, ne? 762 Muni können wir noch gar nicht. Skills. Wir könnten es aber lernen. Wir könnten das schon lernen. Wollen wir das schon lernen? Ich überlege gerade. Wo ist... Ah, da. Gib die schon mal her. So, die sind... auch soweit. Wollen wir noch hier was reinschmeißen? Wollen wir noch mal... Ja. Ja. Wollte ich noch was craften? Nee, gerade nicht, wa? So. Wir müssen nochmal Leder mitnehmen. Waren es 2 oder war es 1? Weiß ich jetzt wieder nicht. Crossbow. 2, passt. Machen wir einfach. Das muss reichen. Wir hatten eine 396er.
Das muss dann blau sein. So, berichtet ab jetzt hier. Was fehlt? Jetzt fehlen Dinger und Bummer. Bullet Taps. Mach sie alle. Und wo sind jetzt die anderen? Bullet Casings. Mach die auch alle. So. Die nehmen wir dann aber morgen mit. Die können hier jetzt erstmal rein. Den Zement brauchen wir unterwegs. Brauchen wir... werden wir sowieso wieder finden. Alles gut. Gunpowder brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und die Pistolenmuni ist auch fertig gecraftet. Das bedeutet, die brauchen wir 176. Ist doch schon mal gut. Oh, so, wir haben ja zwei Shotguns. Geil. Gut. Warte mal. Drei Teile schon. Also gut, behinderte Teile, ne? Aber, aber drei. Aber drei. So, gib mal hier 600 Concretes, ganz gut. Ja, weiter im Text. Doch nicht hier. So, 21 Uhr. Wir müssen, wenn wir hier noch... So, sehr gut. Wenn wir hier heute Nacht, warum... das ist natürlich jetzt so eine Sache. Aber ihr wisst ja, wem die Welt gehört, ne? Den Mutigen. Unbewaffnet rennen wir jetzt hier rum. Aber es heißt unbewaffnet. Wir haben eine Machete und eine Steel Fire Axe. Aber keine Fernkampfbewaffnung. Das ist das Risiko, das wir hier eingehen gerade. Kommt gleich, ist gleich soweit, Leute. Gleich gibt's eine blaue Armbrust. Und dann ist hier... ist vorbei. Schluss mit lustig. Für die Zombies. Für uns wird's natürlich dann sehr lustig. Wahnwitzig, witzig, 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 witzig. So, ho. Und... reicht das schon? Das reicht schon. Rezepte, Rezepte, Rezepte. Ich glaube, jetzt fehlen ein paar Steinchen, ne? Ja. Vier Steine zu wenig. Aber naja, so, jetzt aber schnell. Schon 21.40 Uhr. Da ist er. 402. Knapp. Aber, so, jetzt schon mal... oh, schon mal die Muni hier machen. So, Level up. Yes. Ab nach Hause. Ab nach Hause, meine Lieben. Jetzt ist eine... Alter! Hat ihm. Öl. Schön. Taschen voll wieder. Vogelnest. Jetzt schnell rin. In die gute Stube. Seht, da ist nämlich nachts jetzt. Jetzt ist nämlich nachts. Was ist denn hier los? Das können wir so auch nicht lassen hier. So, machen wir schon mal. Wollen wir auch schon mal... ja, komm mal. Stört mich hier, wenn es hier so angefangen rumsteht. Was natürlich auch verhält... oh, hier müssen wir uns auch drum kümmern. Es ist Tag 19, morgen ist Tag 20. Es ist ja noch zwei Tage, das ist ganz gut. Zwei Tage und eine Nacht zum Sachen machen. Oh, supi. Wir müssen natürlich morgen auch wieder dringend andere Sachen machen. Ich möchte als allererstes, möchte ich jetzt hier die Wände haben. Die finden wir ziemlich wichtig, glaube ich. Achso, warte mal. Ah. Kostet jeweils 10 Holz, ne? Da müssen wir nochmal drüber nachdenken, Leute. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Das ist jetzt auf die... muss reichen, geht schon. Das geht schon, Leute. Ich glaube, das geht so. So, da, 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 jippa, jippa. So, die machen wir noch nicht ganz. Alles mit bisschen System. Und, wollen wir... ah, nee, das wird schon die Deckenhöhe. Höher machen wir nicht. So. Ups, soll ein Sicherheitsbunker sein. Kein Ausflugsziel. Stellt euch das mal vor. Kommen hier die Zombies an. Oh, guck mal, wie schöne hohe Decken. Bestimmt ein Altbau.
Wo ist denn der Stock? Wie, kein Stock? Dann fresse ich dein Gehirn. Nee, lassen wir. Sollen sie lieber kommen und denken, ah, guck mal, Bunker, wie hässlich. Beiß ich mir nur die Zähne wieder dran aus. Und dann hauen sie wieder ab. Hoffentlich. Eigentlich ganz schön, ne? Bin gespannt, was das hier am Ende wird in unserem Loch. So, jetzt müssen wir hier einmal gucken, weil ich möchte natürlich die Forge schon so hinstellen, dass wir sie auch stehen lassen können, wenn ihr mir folgen könnt. Also jetzt hier einfach so die Forge hinschmieren und dann hinterher denken, steht die irgendwie doof und jetzt habe ich da gar nichts drunter und der Finn hat nichts drunter, was? Perverses Schwein. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, ne? So. Ich glaube so. Und dann gucken wir uns mal aus, wie wir das hinterher alles finden. Also, warum ist hier immer noch die Tür nicht drin? Das verstehe ich nicht. Das verstehe, wer will. Gib doch mal her, die Türchen. Ich glaube, die Machete brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt. Setze sie dorthin. So. Und jetzt habe ich keinen Stahl dabei, um die weiter aufzuwerten. Blauer Typ. Aber naja, ihr wisst ja, Lebensmotto, man muss ja nicht immer schlau sein auch. So, wenn wir hier reinkommen, dann ist hier... So, das ist die Fußbodenhöhe, ne? Ja, that's die Fußbodenhöhe. Setzen wir hier schon mal hin. Damit wir wissen. So, hier wird dann nochmal Wand gezogen. Und hier kommt man rein. Mach mal schön. So, jetzt ist uns... würde mich gerade beschweren, dass uns wieder warm ist. Aber es ist nur Durst. Ich muss kurz überlegen, wie wir das machen. So machen wir das. Wenn wir hier... Eigentlich können wir dann hier und da. Und dann reicht das eigentlich auch schon, ne? Mach das mal... Einen weiter vielleicht noch. Oder? Ja. Einen weiter machen wir noch. Einmal noch. So. Stell den dorthin. Schwuppdiwupp. Wo ist La Forge? There is a Forge. Schräg? Schräg. Du schräg. Oh. Das hat jetzt natürlich... Das hat jetzt natürlich Sachen, die ich nicht rechtzeitig gut genug bedacht habe. Nämlich zum Beispiel wieder Werkzeug, noch Clay. Das bedeutet, wir brauchen erstmal einen Ambot, der auch Clay braucht. Scheibenkleister. Machen wir das jetzt. Brauchen wir für Zement braucht es keinen Amboss. Dann gib das her und lege hier Steine rein. Dann machen wir erstmal. Ja, mehr so mittel alles. Gut. Dann können wir hier aber schön weiter. Können wir hier schön weitermachen. Ein bisschen aufpassen, dass uns die Sachen nicht auf den Kopf fallen, seht ihr? Wäre uns auf den Kopf gefallen, wenn wir nicht aufgepasst hätten. Ich meine, wir tragen zwar einen Schutzhelm. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass der was hilft. Also im echten Leben wahrscheinlich schon. Aber hier nicht. Also ich... im echten Leben Schutzhelme, ey. Ich glaube, ich habe mir noch nie mit Schutzhelm den Kopf gestoßen, wo ich ihn mir ohne Schutzhelm nicht gestoßen hätte. Versteht ihr, was ich meine? Also man... Der Kopf... Ragt ja durch den Kopfhelm... Durch den Schutzhelm ragt ja der Kopf weiter raus, als da, wo er normalerweise ist. Und dann stößt man sich halt an Sachen, weil man... nicht gewöhnt ist, dass der Kopf größer ist, als es sich gehört. Gut, meiner ist eh größer, als es sich gehört, weil... Ja, ich bin auch größer, als es sich gehört. Aber... Ihr versteht schon, was ich meine.
als man es gewöhnt ist. Und dann macht es halt immer Klonk. Und dann sagen Leute, Mensch, gut, dass du einen Schutzhelm getragen hast. Und ich sage dann, ja, aber ohne Schutzhelm hätte ich mich ja auch gar nicht gestoßen. Craften wir überhaupt noch was? Wir craften gar nichts mehr, Leute. Nachlässig, sehr nachlässig. Wir haben nicht mehr genug Holz, um anständig Sachen zu craften. Dann craften wir einfach Gunpowder. Oder? Ja, crafte Gunpowder, bitte. Es ist natürlich... Hatte ich das ja anders geplant. Also jetzt meckert er wieder, der Finn. Meckert da wieder über Sachen, die ganz geil sind. Ja, mit diesem riesen Erzvorkommen, was wir jetzt hier direkt haben. Ich wollte eigentlich mir hier schön eine Wohnhöhle bauen und dann von da aus Erze suchen gehen. Und jetzt ist hier mein ganzes Layout verkackt. Durch die Erze, die hier überall sind. So eine Scheiße. Quatsch, ich bin im absoluten phänomenalen Paradies hier gerade. Ey, wenn ich hier nicht runterfalle. Runterfallen ist nicht paradiesisch. Das ist nur Mist. Klonk, wir brauchen auch noch mehr Eisen, befürchte ich. Wir müssen hier... Man kann die Sachen, also ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, man kann die verhältnismäßig schlecht auseinanderhalten hier alle. Das war jetzt Potassium zum Beispiel, das ist Stein wieder. Das ist nochmal Potassium, okay. Das ist nochmal Stein. Das könnte Eisen sein, das ist Eisen, okay, okay, okay. Okay, okay. Okay. Ach so, hätten wir schon mal zu Hause Nägel machen können. Anständige Kisten. Bist du? 4 Eisen. Nehme ich mit. Lasse ich da nicht einfach so liegen und verkommen. Das ist viel Eisen. Das ist gut. Was sagt die Folge? Die Folge sagt, ist gut. Läuft bei ihm. Sagt die Folge. Stecke hier noch mehr Stein rein. Und dann können wir... So, wir craften noch Gunpowder. Alles gut. Ja, ist ja gleich schon wieder morgens. Geil, Leute, geil. Aber was nicht gleich ist, sondern jetzt, ist das Ende dieser Folge. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play 7 Days to Die. Diesen Stein noch. Und Tschüssli Müsli.